So, dann mal einen kleinen Gartenrundgang im Jahr 2014, im August. Ui, was haben wir denn da? Oh, das war eine riesengroße Schlange. Hat die sich hier gesonnt oder was? Gut, okay. Also, erstes Haustier im Garten ist schon da. Riesengroße Schlange. Oh, gar nicht mal so verkehrt, oder? So. Mal nach Global Scaling Art versucht, ein Beet anzulegen. Mal gucken, wie das dann nächstes Jahr wird. Müssten noch ein paar mehr Ringe rundherum. In der Mitte kommt dann ein Tontopf rein, ne, unter diese Pyramide da sozusagen. Dann müsste es eigentlich alles ganz gut wachsen. Ja, Äpfel sind dieses Jahr, geht schon halbwegs, obwohl ich den Baum hier sehr stiefmütterlich behandelt habe, ne, eigentlich gar nicht beachtet und trotzdem hat er ordentlich schöne große Äpfel dran. Schön. Ja, mal weiter gucken. Rasenschnitt hingelegt, dass ich die Erdbeeren nun von dem Feld da drüben, was am Tag immer ein bisschen im Schatten ist, die wachsen jetzt hier rüber, dass sie ein bisschen mehr Licht haben, damit nächstes Jahr wieder ein Erdbeerfeld werden. Hier wächst jetzt von selbst ein Walnussstrauch. Ja, sieht aber irgendwie ganz schön krank aus. Ich glaube, die Steine nehme ich mal doch lieber weg hier an der Seite. Habe ich eigentlich nur hingelegt, damit ich beim Rasenmähen, was ich zweimal im Jahr hier mache, den dann nicht mit erwische. Ja, vielleicht gar nicht mal so gut, dass hier nebenan alles platt gedrückt wurde. Mal gucken, vielleicht erholt er sich. So, hier wächst auch das nächste Permabeet. Die Platten werden dann immer weiter rübergelegt. Das ist wieder so ein abgestorbener Teil. Und ja, vorher war da komplett feste Wiese gewesen. Jetzt ist das komplett lockerer Boden hier. Eigentlich voll pflanzungsfertig. Fürs nächste Jahr dann halt erst. Ne? Dieses Jahr bringt es nichts mehr. So, haben wir natürlich gewachsenes Kartoffelfeld mit das Dill, irgend sowas. Ein Haufen Blümchen. Hier drüben. Hier haben wir den Pfefferminz, die Sperrminze. Die lasse ich jetzt auch mal ausfallen. Das ist rund hier rum. Das ist ein großes Pfefferminzenfeld gibt. Ja, so rum. Beim Salbei genau dasselbe. Den lasse ich jetzt auch mal ausfallen. Und dann haben wir hier vielleicht dann nächstes Jahr ein großes Salbeifeld. Mal schauen. So, dieses Jahr haben wir ein Pflaumenjahr. Sehr schön, die letzten Jahre war da gar nichts dran gewesen. Die sind zwar nicht sehr groß, ein bisschen größer als Kirschen nur, aber das ist die Sorte hier, eine ganz, ganz alte. Und dieses Jahr trägt er wieder ordentlich. Genauso wie der Sanddorn. Oh Mann, das wird wieder eine Enterei werden. Sanddorn ernten, ne? Wer das von euch kennt, der weiß, sind sehr schöne viele Stacheln dran. Ja, auch das wird dann wieder Spaß machen. Das wird dann aber erst im September, denke ich mal. Alles voll. Sehr schön. Und dann gibt es doch schöne Marmelade und Likör und was man sonst noch alles draus machen kann. Ja, noch keine Verwendung nach wie vor habe ich für einen Ahornstab gefunden. Den lasse ich hier halt einfach mal so wachsen und irgendwer knabbert da ab und zu schon mal dran. Ne? Einige Sachen sind angeknabbert hier. Also irgendwem scheint das Zeugs zu schmecken. Naja, das was ich drüber gelesen habe, ich möchte es erstmal nicht probieren.
ja, da wächst halt erstmal nichts mehr. Die Storys kennt ihr ja, ne? Das Hexenhäuschen wird auch schön verwachsen. Und das wird jetzt meine Aufgabe werden hier. Brombeeren ernten. Ein ganzes Feld voller Brombeeren. Naja, das wird noch mal lustig. Und auch der Apfelbaum geht dieses Jahr so halbwegs. Ja, es sind schon einige gesunde Äpfel dran. Schaut Judas. Kann man lassen. Fein gemacht, lieber Garten.